zu erreichen sein, die da. Aber von wo aus? Wo führt das hin? Oh, ein Händler. Hi. Tipps und Hinweise. Der Tempel, 3 Schlüssel. Die Krabben, zerstörtes Atoll. 49. Kontrollpunkt Tod. Alter Begräbnisplatz. Tür in den Bergen. Das Heldengrab. Heiliges Kreuz. Bett. Okay. Tür in den Bergen. Trank, LP. Ah, da sehen wir, wo wir was wiederherstellen können, ne? Sonst noch irgendwas, mein Freund? Hast du keine Sachen sonst? Kein Händler? Vielleicht jetzt? Nee. Du hast sonst nichts. Na gut. Oh. In den Ostwald kommen wir auch überhaupt nicht rein. Na, hier geht sonst alles, okay. Aber im Westgarten müssten jetzt eigentlich viele Orte sein, wo wir so hinkommen. Okay, das geht nicht. Kann man hier auf die Säulen? Nö, irgendwie nicht. Macht zumindest gerade nicht den Eindruck, als ginge das. Das geht auch nicht einfach so. Etwas Schlechtes. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt. Hier war doch noch der... War hier der Händler? Suche den goldenen Pfad. Den goldenen Pfad? Haben wir bei dir noch was zu kaufen? Nö. Ich brauche nochmal den Brunnen, fällt mir gerade auf. Was war hier eigentlich nochmal? Ist hier irgendwas Besonderes noch? Wartet mal, hier ist das Bett. Heiliges Kreuz. Achso, das ist das, okay. Und da unten irgendwo soll ein Pokal oder sowas sein. Okay. Noch ein Platz frei. 10 Stück haben wir jetzt reingeworfen. Okay, wir haben jetzt 4 Plätze. Keine Ahnung, was genau das alles bringt. Ich kann es nur erahnen. Kathedrale, unglaublicher Schatz. Heldenlorbeeren, das kennen wir schon. Das kennen wir doch schon. Was war hier noch los? Gar nichts. Hier war mal ein normaler Händler und dann ist er untot geworden, vermutlich.
Es scheint ein bisschen weit weg zu sein. Gärten. Ja, in die Gärten müssen wir auf jeden Fall. Hier kommt man gar nicht durch, sehe ich gerade. Aber warte mal, im Steinbruch. Oh! Okay, in meiner Geisterform komme ich offenbar auch nicht überall gerade hin. Das war doof. Das war gut. Da unten kommen wir auch nicht hin. Was war das hier? Ist es auch so eine... Niemand weiß, was das genau ist. Was ist dieser Klotz? Unten, rechts, oben, links, oben, rechts. Der macht so auf jeden Fall nichts. Hier war die Tür in den Bergen. Kam man nicht hier unten in die Waldfestung? Wo ich auch nicht rein kann. Entschuldige mal, aber wie soll man denn hier... Teleportieren konnten wir uns doch auch nicht mehr, ne? Das ging doch meines Wissens auch nicht. Oder ist der Teleporter hier? Mal eben gucken. Der ist hier, aber ich glaube, der führte nirgendwo hin. Das sieht nicht gut aus hier. Wohin führte das? Im Inneren des Ostgewölbes. Belagerungsmaschine. Es sieht fast so aus, als hätten die Belagerungsmaschine gebaut. Um den Erben daran zu hindern, zurückzukommen. So wird es nämlich sein und deswegen trauern sie hier auch ein bisschen. Die Belagerungsmaschine ist nämlich offensichtlich gar nicht böse. Das Heldengrab. Hm. Ich erinnere mich, das war hier. No! Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass ich jetzt gegen die so gar keine Schnitte mehr sehe.
Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir im Spiel sind. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es jetzt nur noch darum geht, zurück zu den Heldengräbern zu gehen, unsere Fähigkeiten quasi wiederherzustellen und dass wir dann gegen den Erben kämpfen können. Aber schon, also ich finde es schon ein wenig krass, mit was für Gegnern wir es jetzt plötzlich noch zu tun bekommen. Ich halte zwei Schläge halte ich aus von denen. Zwei Schläge. Oder vielleicht drei, je nachdem. Na, Gott sei Dank. Da müssen wir uns mit denen gar nicht beschäftigen. Yeah, wir haben unser Leben wieder und halten jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr aus. Das gibt's ja nicht. Perfekt. Wirklich perfekt. Wofür das denn? Ui. Ein Schatz. Ein verborgener Schatz. Geheimschatz 11 gefunden. Ach du Scheiße. Ich weiß wirklich nicht genau, was das macht. Ob man dafür am Ende einen Stat-Bonus oder sowas kriegt. Wahrscheinlich eher nicht. Wobei, wenn es kein Stat-Bonus ist, dann können sie sich das eigentlich auch in die Haare schmieren. Ich frag mich gerade, ob da oben noch irgendwas war. Ah ne, das brauchten wir nicht. Ah ne, von hier oben konnte man nichts mehr erreichen. Hätte ja sein können. Mit dem Teleport-Dash ist ja jetzt so viel möglich. Da muss man dann schon mal nochmal genau gucken. Da können wir auch nicht lang. Die Hälfte der Wege ist eh versperrt. Okay, das, was hier passiert, ist wirklich nicht gut. Es scheint so, als hätte der Erbe diese Welt verdammt. Und wofür, fragt man sich. Wofür? Okay, dann haben wir das auch erledigt. Wir hatten auf jeden Fall noch ein Heldengrab, wenn mich nicht alles täuscht, beim... Warte mal, wir müssen nochmal eben auf die Karte gucken. Ein Grab des Helden war auf jeden Fall im Westgarten. Zerstörtes Atoll. Hier war kein Heldengrab.
Wo war noch ein Heldengrab? Im Kloster war ein Heldengrab. Stadtruinen. Westgarten. Okay. Also hier passiert gerade gar nichts. Hier brauchen wir uns nicht hin teleportieren, weil das die Mitte ist. Das war der Anfang hier, ne? Mal gucken, ob das der Anfang ist. Jo. Okay, ich will jetzt eine Möglichkeit finden, in den Westgarten zu kommen. Oh. Wo genau führt das jetzt hin? Das sah nicht gut aus. Westgarten, perfekt. Da ist das Heldengrab. Was kriegen wir hier zurück? Das sieht ganz nach unserer Verteidigung aus. Tadadam! Wir sind gerade quasi Lord Voldemort rückwärts und versuchen unsere Seele wieder voll zu kriegen. Das ist unsere Verteidigung, ja. Ah, großartig. So, jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kommt man? Ich weiß gerade leider nicht, wie man zum Atoll kommen will. Ah. Hast du bereits? Warum kriegt man das hier nochmal? Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum man das hier jetzt nochmal kriegt. Kann doch irgendwie auch nicht sein, ne? Da oben ist was. Oh. Ah, nice. Von denen kriegen wir ja richtig viel Geld. 1000 müsste das jetzt bringen. Ne, 520. 520 scheint hier das Maximum zu sein. Hello. Du angelst einfach nur. Ja, warum nicht, ne? Wenn schon Weltuntergang, dann wenigstens so, dass man vielleicht Freude daran hat. Okay, da hätte ich auch hier lang gehen können. Das Dashen ist aber auf jeden Fall cool. Ich glaube, das ist meine Lieblingsmechanik bisher. Guck mal, was wir da nämlich plötzlich finden. Truhen, die wir vorher nicht erreicht haben. Und da können wir nämlich jetzt hier unsere LP noch wieder verbessern. Gartenritter. Tot. Ja. Und wie gesagt, die sind ja nicht mal Feinde, wie wir jetzt festgestellt haben.
abgrundtiefe Verachtung für euch. Wofür das denn? Das wird dahin. Findet man hier vielleicht noch irgendwas anderes? Sieht nicht danach aus. Oh, aber krass, wie viele Geheimschätze es hier geben soll, ne? Geheimschatz 11, Geheimschatz 5. Da drüben. Da drüben ist der Teleporter. Warte mal, was ist das hier nochmal? Hier war etwas, ne? War hier irgendetwas? Hier war irgendetwas. Ich weiß gerade nicht mehr, was da war. Okay, wir müssen auch irgendwie an den Teleporter rankommen. Nein, das war falsch. Ah ja, da sehen wir dann das. Wofür das hin? Hier ist eine Truhe. Und dann führt das wohin? Hierhin zurück. Aber ich war hier eigentlich noch nicht fertig. Ich war hier noch nicht fertig. Wir müssen jetzt wieder nach oben. Wie kamen wir denn nochmal? Wie kam ich denn nochmal nach hier oben? Gibt's ja keinen Weg mehr hoch. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkam. Da unten ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Die wollen wir auch haben. Also erstmal können wir hier rasten. Ha. Das aktiviert endlich mal den Teleporter. Den hatten wir nämlich vorher auch nicht. Wie komme ich an die Truhe da unten? Von der Seite hier unten. Dann müssen wir offensichtlich noch einmal hier zurück. Und dann noch weiter zurück. Ey! Sehr gut. Leider nur ein paar Rubinen. Dann sind wir hier. Hier ist ja noch... Ach. Verstehe. Hier ist so ein heiliges Becken. Hatten wir das Becken nicht auch irgendwo angezeigt? Feen? Hier steht was von Feen.
Aber ich wüsste nicht, was genau das jetzt heißen soll. Okay, also der Teleporter ist jetzt wiederhergestellt. Hier können wir quasi nichts erreichen, so wie es aussieht, wa? Dann hätte ich hier gar nicht herkommen brauchen. Mii. Okay, hier kommt man auch nirgendwo anders mehr hin. Aber die alten Gebiete zu revisiten und dann mal zu gucken, was man irgendwo noch machen kann, finde ich an sich echt nicht unspannend. Leider kann man ja ansonsten hier jetzt nichts mehr machen. Da oben ging es noch weiter. Es führt aber auch nur dahin. Gut, dann müssen wir nochmal zurück. Bin zu schnell für dich. Das war auch nicht der Weg, den ich gehen wollte. Wo kam ich denn jetzt nochmal hier raus? War das hier hinten? Ich weiß nicht mehr, wie ich hier wegkomme, Leute. Ich bin hier gefangen. Bin einfach im Westgarten gefangen. War das von hier unten aus irgendwo? Glaube, ne? Ah ja, so. Das war der Weg, den wir gehen wollten. Okay. Kommt man da oben hin? Ja, was ist los mit dir? Weißt du auch nicht. Ah, aber so kommen wir hier hin. Und jetzt sind wir hier. Hier können wir aber auch nichts machen, zumindest aktuell nicht. Wofür das hin? Was war das denn noch? War das die Kanalisation hier? Okay. Okay. Ups. So, wie geht's jetzt weiter? Wir kommen immer noch nicht in das Atoll rein. Die sind alle ganz traurig, dass ihre Göttin eine Verräterin ist. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Wartet mal. Wir haben irgendeinen Teleporter müssten wir wiederhergestellt haben. War das der? Ja. Der ging vorher nämlich nicht. Jetzt sind wir hier. Was können wir denn von hier aus noch erreichen? Wir können hier hinten hin. Und dann? Hier ist nichts. Doch.
das Spiel löschen oder ein Ende suchen. Nutze die Macht des Heiligen Kreuzes und bereise den goldenen Pfad. Nimm deinen rechtmäßigen Platz ein oder teile deine Weisheit. Die Feen irgendwas. Suchzauber. Okay. Es gibt offenbar richtig krasse Geheimnisse noch. Also es gibt verschiedene Enden. Verstehe ich das jetzt richtig? Holy shit. Was hält das Spiel denn noch bereit? Naja, was immer es sein wird.